Moin, hier ist der Bitcoin-Beobachter wieder und es geht weiter aufwärts. Ja, sehr gut ist das, denke ich mal, denn es ist tatsächlich jetzt so gekommen, wie ich es gestern schon vermutet habe. Natürlich ist noch nicht sicher, wie weit es weiter nach oben gehen wird. Ich kann auch nichts versprechen, dass es morgen noch besser geht. Ich glaube, es wird sich noch langsam in den nächsten Stunden, Tagen weiter nach oben entwickeln, denn wir haben ja schon mal einen Preis von weit über 50.000, so bei 55.000 rum war, glaube ich, das letzte Allzeithoch. Und ich glaube, er wird sich da wieder hinbewegen. Jedenfalls kämpft der Bitcoin wirklich um diesen Platz, denke ich. Ja, aktuell stehen wir bei 51.411 Dollar, das entspricht 42.725 Euro. Das ist ein Plus auf den Tag gerechnet von 8,3% circa. Auf die Woche geschaut, liegen wir auch wieder im Plus heute mit knapp 6% und ja, das Monatsplus ist mit 55% auch wieder besser geworden, als es noch in den letzten Tagen war. Es geht also, wie gesagt, aufwärts und ja, wie gesagt, ich bin kein Mensch, der mit Sicherheit in die Zukunft gucken kann. Ich kann euch da nichts versprechen, das ist einfach nur meine Vermutung. Morgen, wir werden sehen mehr. Ich vermute, es geht wieder aufwärts, aber vielleicht muss ich auch vom Gegenteil berichten. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen bis zu meinem nächsten Video.